Herzlich willkommen und Glück auf zum neunten Teil des vierten Buches Schwingungen des Kosmos. Heute schauen wir uns an, was man alles an der Mondkarte ablesen kann. Unter anderem Flüsse, Seen, Wüsten, Städte, Inseln und so weiter. Ja, wie eben erwähnt, kann man an der Karte einiges mehr erkennen als nur die Beschaffenheit der Kontinente. Dadurch, dass es ein Röntgenbild ist, kann man auch die Morphologie vom Boden erkennen, Flüsse, Seen, Wüsten, Wasser im Untergrund, Berge, den Eiswall, Städte, Inseln, Seen, den Golf von Mexiko zum Beispiel und laut seiner Aussage auch antarktische Stationen und Vulkane. Die nächsten Bilder sind sehr beeindruckend, kann sich jeder mal anschauen. Viel Spaß dabei. Wahnsinn, wie sehr diese Karte Form annimmt und vor allem wie viel Informationen da reinpassen und es auch Sinn ergibt. Ich bin da immer wieder fasziniert davon. Thank you.
Alle suchen Atlantis. Wir haben es gefunden. Hier sehen wir die im Eis liegenden Kontinente. Ich frage mich wirklich, was hier für Schätze vergraben liegen. Wahrscheinlich auch alte Gebäude, die dann irgendwann, wenn die Bodenepochen dort den Sommer einleiten, wieder freigesetzt werden. Dann kommen Menschen dahin und besiedeln diese Städte mit wahrscheinlich imposanten Gebäuden, die weit unter dem Eis vergraben sind. Ich würde gerne mal dahin reisen. Ich hoffe, die erfinden das Beben bald mal. Das soll es an dieser Stelle mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend, die Bilder anzuschauen wie ich. Schaut mal in der Videobeschreibung vorbei. Da gibt es eine Tasse, die habe ich im letzten Video vorgestellt. Und ich freue mich über jegliche Unterstützung. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis bald.